Super Soundtrack, ne? Hi, herzlich willkommen zurück im Freispiel. Herzlich willkommen zurück zu Das sind die Nominierten 2020. Wir schauen uns hier die Nominierten fürs Spiel des Jahres und fürs Kennerspiel des Jahres an und geben mal kurz einen Überblick, wie das funktioniert. King's Dilemma ist ein Legacy-Spiel, deswegen relativ schwierig, da zu viel zu erzählen, weil wir euch die Geschichte nicht verspoilern wollen. Seht ihr, hier sind so Aufkleber drauf, einfach da nicht hingucken oder also müsstet ihr eh ranzoomen und so, um das zu erkennen. Grundsätzlich, genau, haben wir hier so ein Fantasy-Spiel. Wir befinden uns im Königreich Ankist, da haben wir hier so eine Landkarte dabei und da gibt es verschiedene Adelshäuser. Hier ist das Haus Slytherin, ne, das kennt ihr alle aus Harry Potter. Das hat natürlich keinen Namen, den muss ich mir ausdenken, ich musste nur wegen der Schlange an Slytherin denken. Also jeder Spieler bekommt so einen Sichtschirm. Da sind, wenn ich recht gezählt habe, 2, 4, 6, 8, 10, 13, glaube ich, ne? Verschiedene Häuser im Spiel. Und jeder Spieler sucht sich halt eins aus, das er dann spielen will. Und das hat bestimmte Dinge, die es erreichen will im Verlauf des Spiels. Grundsätzlich spielen wir über 11 Generationen in diesem Königreich. Und das Königreich hat gerade einen neuen König bekommen. Und wir Spieler, 4 oder 5 von uns, sind der königliche Rat, der den König halt berät beim Führen des Königreichs. Grundsätzlich spielen wir diverse Könige durch, nämlich am Ende einer jeden Partie verstirbt der König oder dankt ab. Das sind die zwei Varianten. Auf jeden Fall ist der König weg und zack, nächste Runde haben wir einen neuen König. Das Ganze ist letztlich, ja, nein, vielleicht das Kartenspiel. Das ist nämlich hier der Hauptmechanismus, sind diese Karten. Jeder Spieler hat diese Karten, ja, nein und passe. Und er heißt ja nicht umsonst King's Dilemma. Wir haben hier theoretisch nur hier so einen Kartenstapel. Ich mache mal da einen Stapel draus. So, jetzt habe ich wieder. So, na, wir haben hier so einen Kartenstapel. Da ist eine Abdeckkarte drüber, dass man nicht aus Versehen Sachen liest, die man nicht lesen sollte. Und jede Runde kommt von unten eine neue Dilemma-Karte ins Spiel. Und die erzählt uns irgendwie eine Geschichte. Ja, da ist, keine Ahnung, jetzt hier mal ganz spoilerfrei, da sind verhungernde Kinder im Wald. Wollen wir ein Waisenhaus errichten oder wollen wir das nicht? Da müssen wir jetzt als Rat drüber diskutieren. Diese Dilemmakarten, die kommen halt immer mit einer Geschichte und die haben immer eine Ja- und Nein-Antwort zur Möglichkeit und sagen auch schon hier auf der Vorderseite mit der Geschichte, was wohl geschehen wird, je nachdem, wie wir uns entscheiden. Da haben wir hier diese Marker für. Die können wir dann hier hinlegen. Das würde hier bedeuten, auf Ja steigt der Wohlstand des Königreiches, aber dafür sinkt die Moral. Ja, also da kann man hier festsetzen. Dunkel heißt immer, ist negativ. Hell heißt, ist positiv. Damit alle einen Überblick haben. Und dann geht das wilde Diskutieren los. Um diese Geschichten letztlich. Das Königreich besteht effektiv aus 5 Ressourcen. Militärische Macht, die Moral, die Wissenschaft, der Wohlstand etc. pp. Und jeder Spieler muss zweierlei im Auge behalten. Einerseits gibt das Haus ein bisschen vor, in was für eine Richtung man spielen will, weil man, wenn man bestimmte Dinge erreicht hat, so Erfolge freischaltet, die einem dann später Spielvorteile bringen. Und andererseits gibt das Siegpunkte für Ansehen und Ambition. Ansehen heißt, gewinnt man größtenteils darüber, dass man irgendwie dem Königreich Positives zugutekommen lässt. Und die Ambition ist halt das eigene Machtstreben, wenn man das verfolgt. So, jetzt haben wir hier dieses Dilemma. Wie gesagt, wollen wir ein Waisenhaus errichten, ja oder nein? Und ich habe diesen Marker, das heißt, ich bin momentan der Anführer des Rates und muss mich zuerst entscheiden, ob ich für Ja stimme oder für Nein stimme oder ob ich mich der Stimme enthalte mit der Passekarte. Und ich kann mein Stimmengewicht verleihen mit so Machtmarkern. Die sammelt jeder Spieler hinter seinem Spielerschirm zusammen mit dem Geld, das man so zur Verfügung hat. Ich kann jetzt hier 3 so Machtmarker auf Ja sagen, das heißt, yo, ich will das Waisenhaus errichten und ich habe dann nachher bei der Abstimmung 3 Stimmen für Ja gemacht. Und so muss dann jeder reihum für Ja oder Nein stimmen und entsprechend Macht drauflegen. Sobald irgendjemand die höchste Summe an Macht für eine beliebige Seite stimmt, wird derjenige sofort zum Anführer. Also wenn ich jetzt hier 3-mal Ja gesagt habe,
und meine Mitspielerin hier sagt viermal ja oder viermal nein, kriegst du sofort diesen Anführermarker und der ist sehr relevant, weil eben der Anführer immer anfangen muss und die Abstimmungsrunde geht so lang, bis zu dem Spieler, der Spielerin, die direkt vor dem Anführer sitzt. Das heißt, wenn der wechselt, geht es länger. Ich könnte jetzt zum Beispiel meine Macht erhöhen für ja. Ich darf mich nicht umentscheiden, ich darf nicht zu nein wechseln, aber ich kann meine Macht erhöhen, um eben meiner Position oder der Position von mir und denjenigen, die mit mir stimmen, mehr Nachdruck zu verleihen, damit die dann durchgeführt wird. Dritte Möglichkeit wäre zu sagen, ich passe. Da lege ich das Ding einfach in die Mitte. Dafür bekomme ich einerseits Geld, andererseits Macht. Nämlich, wenn dann die Abstimmung stattgefunden hat, kommen diese ganzen Machtmarker, die hier geboten wurden, die kommen hier in diesen Machtbereich unten auf dem Spielplan. Und das, was da aus der letzten Runde liegt, das wird an die Spieler verteilt, die gepasst haben. Es sei denn, ich passe und möchte zum Moderator, Richter, weiß ich nicht, ich sag mal Moderator werden. Das ist eine zweite Rolle, die immer ein Spieler innehat. Den kann man sich nehmen, eben wenn man passt und sagt, hier, ich möchte hier aber den Richterhammer bekommen. Das bedeutet einfach, wenn Gleichstände entstehen, dann kann ich entscheiden, in welche Richtung das geht. So, das ist grundsätzlich, wie das funktioniert. Das haben wir alle meinetwegen für ja bestimmt. Dann gucken wir hier nach, da wird die Geschichte weitergehen, dann kriegen wir die Boni für ja. Jetzt in diesem Fall zum Beispiel sagt das hier, packen Aufkleber hin, dann suchen wir uns aus unseren Aufklebern einen bestimmten Aufkleber aus, legen den hier hin, der Anführer, der aktuelle, der schreibt da seinen Namen drauf, weil die Aufkleber wiederum positive und negative Auswirkungen haben und da kann man dann eben auch so Erfolge freischalten, wenn eine bestimmte Anzahl X gemacht wurde auf den Aufklebern, dann passiert irgendwas. Und was da eben passiert, einerseits durch die Karten, andererseits durch die Aufkleber und so weiter, ist, dass wir verschiedene Umschläge aufmachen, die die Geschichte des Spiels in verschiedene Richtungen treibt. Genau, was ist jetzt mit hier unserem Abstimmungsverhalten? Sagen wir, wir haben ja gestimmt und hier liegt dieser Marker, dass der Wohlstand steigt. Dann nehmen wir einfach hier den Wohlstand und packen den, schieben den 1 hoch. Wenn der schon auf der weißen Seite liegt, dann wird der mit so einem extra Gedöns-Ding irgendwie ausgestattet, was dann bedeutet künftig, dass der immer um 2 extra steigt, wenn er steigt. Nun sollte jetzt derselbe Marker sinken, dann sinkt er und wird auf die negative Seite gedreht und dasselbe Nummer. Ist der schon negativ und sinkt weiter, dann sinkt der schneller weiter. Und so verschieben wir eben die verschiedenen Ressourcen, die unser Königreich symbolisieren. Um damit bestimmte Dinge zu erfüllen. Einerseits Dinge auf unserem Sichtschirm, andererseits Dinge, die wir vor dem Spiel gedraftet haben, weil das ist dann der zweite Teil. Ich sagte, es sind zwei Teile. Das eine ist die Hausambitionen, die man hat, und das andere ist, dass in jeder Partie jeder Spieler hier so eine Eigenschaft bekommt. Ne? Wohlhabend, angepasst, rebellisch, gierig, moderat. Und diese Eigenschaften, die das Haus vertritt oder der momentane Anführer des Hauses, die geben uns vor, wofür das was für Punkte gibt. Ne? Ansehens- und Ambitionspunkte am Ende der Partie. Das bedeutet normalerweise, dass man in einem bestimmten Bereich bestimmte Marker irgendwie verteilt haben will. Ne? Ich weiß nicht, will die Wissenschaft irgendwie super weit oben haben, aber der Wohlstand muss unten sein. Also das gibt dann diese Karte vor, wie bestimmte Marker verteilt sein müssen, dass die in einem bestimmten Bereich sind und dafür bekomme ich dann Punkte. Und zudem, und da kommen wir dann zum Geld, gibt es immer für fast jeden gibt es eine Wertung, wie reich das Haus ist. Und ob ich da auf dem ersten, zweiten oder dritten Rang bin, da gibt es dann unterschiedlich viele Punkte. Der Gierige zum Beispiel, der kriegt wahnsinnig viele Punkte fürs Geld natürlich. Anderen ist das nicht so wichtig und das variiert dann da. Genau, und die werden eben vor jeder Partie verdraftet, das heißt, das ändert sich ständig, während die Hausziele gleich bleiben im Verlauf der Partie, genau. Mehr kann ich gar nicht erzählen, weil das würde euch dann die Geschichte verspoilern und Spoiler-Alarm, die Geschichte ist großartig, die kann richtig schräge Wendungen nehmen und macht wahnsinnig viel Spaß. Aber grundsätzlich den Spielablauf, die Mechanik, die habe ich euch gerade erklärt, also ihr seht, das ist eigentlich vergleichsweise simpel. Und das ist dann zum Kennerspiel nominiert worden, weil es eben dann doch ein bisschen Regeln hat, aber vor allem, weil die Regeln sich halt ändern. Das Spiel wird anders, das Spiel wird komplexer von Partie zu Partie, über die Aufkleber, über die neuen Karten, die ins Spiel kommen. Und dann vor allem natürlich darüber, dass ich nicht einfach sage, ja, 3 Stimmen, sondern ich sage, ja, 3 Stimmen. Und du bist doch hier gerade der entscheiden darf, wer ein Gleichstand ist.
Und dann fragt er mich natürlich so, was ist es dir denn wert, dass ich für dich entscheide, weil der Gleichstand ist ja abzusehen. Und dann sage ich, oh, komm, gebe ich dir 3 Münzen für. Und er sagt, ja, okay, 3 Münzen nehme ich, nimmt meine 3 Münzen, würde für mich abstimmen. Ja, dann ändert aber der Anführer, es geht nochmal irgendwie weit, ja, und so. Also wir haben dann ein richtig krasses Diplomatiespiel letzten Endes. Man muss alles aushandeln miteinander. Und das ist das, was King's Dilemma so wahnsinnig interessant macht. Es ist lange, ja, es ist nicht so, dass man das irgendwie 2, 3, 4, 5 Stunden spielt und dann hat man es durch, sondern da steckt richtig viel Spielzeit drin. Und deswegen unserer Meinung nach völlig zu Recht nominiert zum Kennerspiel des Jahres. King's Dilemma von Horrible Guild, respektive im Deutschen von den Heidelbeeren, definitiv ein Blick wert. Genau, wir machen noch die anderen Nominierten durch, logischerweise. Habt ihr dann hier in der Playlist, könnt ihr irgendwo rumklicken, da sind dann weitere Videos, da könnt ihr hinklicken, da gibt es dann hier Abo für den Kanal, wenn ihr unsere Videos interessant findet und mehr davon sehen wollt. So long, viel Spaß mit Spielen, tschüss!